Das Instrument, das tut nie weh. Herzlich willkommen und grüße euch bei einer neuen Ausgabe von Wienerlied Wissen kompakt. Mein Name ist Patrick Rutger und seit 1994 bin ich ein Teil der 16er Burm und da für die Wiener Schrammelharmonika, die Knopfharmonika zuständig. So wie wir es da rechts neben mir stehen sehen. Heute möchte ich kurz etwas über die Geschichte und die Bauart dieses Instruments erzählen. Begonnen hat bei dem Instrument alles im Jahr 1850. Ein gewisser Herr Walter, ein Musiker, hat ein chromatisches Handzuginstrument erfunden. Also es ist eigentlich nur ein relativ junges Instrument. Ist noch nicht wirklich alt, das Instrument, die 150, 160 Jahre jetzt alt. Wurde damals von der diatonischen Harmonika entwickelt, von einem wechseltönigen Instrument, um eben alle Musikrichtungen darauf spielen zu können. Einzug in die Wiener Musik erhielt das Instrument dann relativ spät, noch viel später, um 1889, kurz davor, indem es in das Wiener Schrammelquartett eingebaut wurde, nachdem der Klarinettist des Schrammelquartetts verstorben ist und ein Ersatz gefehlt hat. Also eigentlich war das eine Notlösung, die Wiener Schrammelharmoniker im Schrammelquartett. Berühmte Musiker oder Spieler dieses Instruments waren in erster Linie einmal der Willi Strohmeier, der Sohn von Alois Strohmeier, dem Kontragitarristen des Schrammelquartetts. Der hat bereits mit 18 Jahren im Schrammelquartett die Harmonika gespielt. Dann ging es weiter mit einem Rudi Strohmeier, dann war ein Franz Kemmeter zu nennen und nicht zu vergessen der Josef Mikulasch, der einer der virtuosesten Spieler auf dem Instrument war. Und bis in die heutige Zeit dann die Leute wie ein Rudi Mahler, den Professor Rudolf Mahler, Walter Solker nicht zu vergessen, meine Wenigkeit auch in der Zwischenzeit, eine Ingrid Eder. Wichtige Erzeuger oder Bauer dieses Instruments waren Karl Budowitz, das war noch im 19. Jahrhundert, dann kam später dazu im 20. Jahrhundert der Bauer Regelstein, Reisinger hat sehr gute Instrumente gebaut, Trimmel hat gute Instrumente gebaut, bis hin zum Schluss dann eigentlich bis Mitte der 50er Jahre ein Franz Kuritger die letzten Schrammelharmonikas gebaut hat. Von den Stimmern, die dieses Instrument gestimmt haben, habe ich noch einen der alten Hausen sozusagen kennengelernt, einer der Hautigen der Alten. Das war der Rudi Barton, der uns auch leider im Jahr 2000 verlassen hat schon. Ist auch schon wieder sehr, sehr lang her eigentlich und in der Zwischenzeit stimme ich meine Instrumente selber und ich baue mir es sogar selber. Weil die letzten, die gebaut wurden, waren 1954 und nachher eigentlich bis vor 7, 8 Jahren sind keine mehr erzeugt worden. Und das war dann wichtig. Also mir war das wichtig, auf einem Instrument zu spielen, das gut spielbar ist einfach. Und somit habe ich mich mit dem Ernst Spirk, einem Orgelbaumeister und Instrumentenbauer, selbst Harmonikaspieler, Tuba-Spieler, Hackbrettspieler, Multiinstrumentalist zusammengetan und haben die Schrammelharmonika weiterentwickelt, in die neue Zeit gebracht, auf den heutigen Stand gebracht sozusagen. Neue Materialien verwendet, dort wo sie klanglich keine Auswirkungen oder minimale Auswirkungen haben und somit ist das neue Instrument entstanden und die Schrammelharmonika lebt wieder weiter. Und die Wiener Schrammelharmonika ist ganz einfach auch unerlässlich für die Musik in Wien. Die Klangcharakteristik dieses Instruments ist einfach ganz, ganz anders als von einem Akkordeon oder von einer steirischen Harmonika oder von einem Bandoneon, wie es in Argentinien gespielt wird. Der Ton ist einfach viel weicher, viel molliger, viel runder und nicht so scharf, wie man das kennt von einem klassischen Schifferklavier, wie man zum Beispiel sagt, oder für steirische, die für Tanzelmusik gedacht ist, die sich ja wirklich durchsetzen muss. Dieses Instrument ist vom leisesten Murmeln bis hin zu durchaus kräftigen, quasi auch orgelähnlichen Tönen kann man da die nicht locken. Also fantastisch und unerlässlich für die Wiener Musik. Aber nicht nur in der Wiener Musik, durch diese Stimmung, diese sehr saubere Stimmung, ist nur zweighörig ist das Instrument, ist sie durchaus auch für Jazz und andere Musikrichtungen geeignet und sehr schön, mein Kollege der Klaus hat immer gesagt zu mir, das Instrument, das tut nie weh. Ja, diese Unterschiede in der Klangcharakteristik zu den anderen Handzuginstrumenten, den Harmonika-Instrumenten, kommt dadurch zustande, dass die Bauweise des Instruments sehr speziell ist. Wie man sieht, gibt es da kein aufgeschraubtes Verdeck hier auf der Diskantseite, wie man das
von anderen Instrumenten gewöhnt ist. Zweitens sind die Stimmstöcke anders beschaffen und die Stimmzungen, das Material der Zunge und der Grundplatte, wo die Zunge drinnen in Schwebung, in Schwingung versetzt wird durch den Luftstrom, ist einfach anders als bei den anderen Instrumenten. Ein wesentlicher Unterschied zur sehr, sehr bekannten Knäpferlharmonika, der steirischen Harmonika, wenn man mal von Knäpferlharmonika spricht, in Österreich ist es so, dass 90% die steirische Harmonika gemeint ist. Von außen her sind sie sehr ähnlich, die Instrumente. Der Unterschied jedoch ist der, dass die Wiener Schrammelharmonika ein chromatisches Instrument ist, sprich es sind alle 12 Tonarten darauf zu spielen, ganz einfach. Die steirische Harmonika allerdings ein sogenanntes diatonisches, wobei diatonisches Instrument gar nicht so korrekt ist, sondern besser ein wechseltöniges Instrument ist, das auf Zug und Druck verschiedene Töne erzeugt und auch einen sehr eingeschränkten Tonumfang und auch Spielumfang hat, weil man nur gewisse Tonarten auf einem Instrument spielen kann und Halbtonfortschreitungen und so weiter gar nicht möglich sind.